Vollertee und die Hochzeitsfeen in Bregenz präsentieren euch jetzt Basteltipps zu Ostern 2018. Gabi, mit was starten wir denn? Also erstes, Sarah, machen wir was Florales. Also wir gestalten jetzt da ein florales Gesteck. Das arbeiten wir mit Naturprodukten und Seidenblüten, wo wahnsinnig echt auswirkt. Der Vorteil ist, wir machen das frühlingmäßig. Das heißt, in einer Woche, wenn Ostern vorbei ist, muss man es nicht gleich wegstellen. Und mit anderen Gegenständen kann man es dann österlich nur gestalten. Passt, dann starten wir gleich los. Jawohl, als erstes verwenden wir das Moos. Mit dem decken wir jetzt da die Fläche ein bisschen ab. Dann nehmen wir Naturäste. Die müsste nur Fläche geben, zum Beispiel Eierle draufhängen. Mhm. Wo kriegt man denn so Äste her? Kann man die einfach durch in der Natur mitnehmen? Es gibt ganz viele Bäume, die das Abo werfen. Und gerade wenn sie so moosig sind, schauen sie total cool aus. Und wenn man hier wandern geht, und das ist im Frühling ja auch toll, dann kann man sich ein paar so Äste sammeln. Bei der Siedeblume achten wir darauf, dass sie wirklich echt ausschauen. Mhm. Dass es nicht so plastikmäßig ist, sondern meistens sind sie aus Seide gestaltet und somit sind sie schöner. Und der Vorteil ist, falls das so ein bisschen verstaubt wird, dass du es mit der Brause abbraust und die sind wieder super. Und dann verschlägt gleich. Genau. Da arbeiten wir jetzt ein kleines Tür und es muss auch gar nicht wahnsinnig viel drinnen sein. Das müssen einfach ein paar Akzente gesetzt werden. Also weniger ist mehr. Genau. Was momentan auch trendig ist, sind Federn. Also die arbeiten wir jetzt da auch ein bisschen mit drin. Und im Prinzip, jetzt haben wir jetzt einmal wieder eine andere Seite, wäre das jetzt schon fertig. So schnell könnte das gehen. Das Zauberhandwerk in immer 2 Minuten. Genau.